Moin meine Leute, Jumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unepic. Und wir brauchen immer noch 8 Blutegel, um einen Ork, ich sag mal, weh zu tun ein wenig. If you know what I mean. Und das Problem ist, wir brauchen sie alle gleichzeitig. Wir brauchen 8 Blutegel, die auf mir draufsetzen müssen, denke ich mal. Das heißt, wir müssen im Endeffekt einfach warten. Hallo? Ist die Chance höher, dass die kommen, wenn man, wenn das Inventar nicht so voll ist oder so? Verstehe es nicht. Oder kriege ich ja zu wenige, weil ich ausweiche, halt die Quest aktiv habe. Machen wir es mal so. Vielleicht ist die Rüstung im Weg. Ein bisschen Baden in der Kanalisation. Jetzt kommen ja gar keine mehr. Leute, ich verstehe es gerade echt nicht. Ich einen Drachen hab? Hä? So, okay. Next try. Ich gehe zurück. Ich gehe hoch. Zu meinem netten Herren, wir gehen hoch zu Hana Bank. Bin ich hier richtig? Ich weiß es gerade nicht genau. Ich glaube, ich bin nicht richtig. Genau, wir müssen hier rechts von hin, nämlich. Die Dinger fügen uns wenigstens keinen Damage over Time dazu. Das ist immerhin immer etwas Gutes. Noch nach rechts nochmal. Okay, weiter geht's. Hier hatten wir Schlangen und komische Insektenviecher. Die, glaube ich, mehr mit den anderen Sachen kaputt gemacht werden sollten, aber das ist mir jetzt gerade egal. Okay, schade, euch one-hit ich nicht. Braucht ihr eigentlich auch 3 Hits wie alle anderen Schlangen oder braucht ihr weniger mittlerweile? Ne, die brauchen nur 2, das ist gut. Selbst ohne einen Crit. Hier haben wir Hana Bank. Lege ich einfach mal jede Menge Bullshit ab jetzt. Inventory. Was können wir denn droppen? Das ist so ziemlich sämtliche Zutaten. Upsala. Nein. Abbruch. Abort. Wollen mich alle ablegen einfach. Okay, wir können nur eine begrenzte Menge von Sachen nebeneinander legen. I see. Droppe ich jetzt die Rüstung erstmal, die Pike. Die Dinge können weg. Die ganzen komischen Stäbe. Okay, wieder kein Platz mehr. Warum habe ich überhaupt die Kampfmucke gerade? Das irritiert mich irgendwie. Das ist ein Job hier. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die Axt gerade wegwerfen, weglegen. Das ist jetzt natürlich praktisch für die ganzen Quest-Items, die wir nicht mehr brauchen. Das lege ich mal oben hin. Das können wir droppen. Die Pets behalte ich mal dabei. Genauso wie die anderen Sachen, die ich hier unten habe. Die ganzen Zutaten können halt eigentlich weg. Ups. Gehen wir ein Stück dahin. Schmeißen wir das hier noch raus. Schmeißen den einen Ring noch raus. Ups. So, den Rest will ich dann doch mal im Inventar behalten, aber wir werden das Ganze trotzdem erstmal wieder zumindest ein bisschen sortieren. So ansatzweise. Denn wir wollen ja immer noch die Dinge alle auf einem Slot haben. Nämlich dann eben hier hintereinander. Aber okay. Holen wir uns zurück. Speichern kurz. Und irgendwie, ich bezweifle, dass es was gebracht hat, aber wer weiß, vielleicht haben die ja sogar so sehr mitgedacht, dass man praktisch mit mehr Inventarplatz mehr Sachen kriegt. Gehen wir einfach wieder hier links runter. Who knows? We will see soon. Drache, komm mit. Ich brauche hier, wenn dann, Feuerkraft im Moment erstmal. Um die komischen Viecher da unten abzuballern. Aufgaben. Schalten wir das Ding wieder vor. Und gucken dann gleich mal, wie es da unten weitergeht. Blutegel, ich komme. Und wenn es sein muss, laufen wir einfach mal durch die halbe Kanalisation. Um ein paar zusammenzukriegen.
Really? Schießt oben dran vorbei. Warum nicht? So muss das. Weiß doch jeder. Hier war es. So rum. Geronimo. Autsch. Ach genau, ich bin gefangen dann von denen kurz. Ich kassiere ein bisschen extra Schaden. Einen haben wir schon. Da klingelt das Telefon gleich. Ich sehe es schon aufblinken. Ich bin kurz gemutet. Bis gleich. Da sind wir wieder und wir stehen immer noch bei 2 Blutegeln gerade. Und ich frage mich, ob es irgendwas gibt, wodurch man die schneller kriegt. Ich kann jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht folgen. Moment, steht hier irgendwas? Nicht baden, Wasser mit Blutegeln verseucht. Komm schon. Give me something. Scheint auch nicht schneller zu gehen dadurch. Brauchen die 8 auf einmal, das ist das Problem. Aber irgendwie. Wisst ihr, am Anfang, wo die Dinge einem nur auf die Nerven gehen, kaum dauerhaft welche bekommen. Und jetzt, wo wir sie sogar brauchen, auch wenn es bescheuert klingt, tauchen die nicht auf. Machen wir es so. Ich muss mich ja zwischendrin dann heilen ein bisschen. Eventuell. Okay, das hier bringt uns gerade herzlich wenig. Hüpfen wir jetzt einfach mal hier runter. Landen dann hier drin nämlich. Ha! Getrickst. Und die Schlangen erwischt. Ach, das waren die komischen. Da gab es ja doch Tintenfischer. Das ist doch richtig im Kopf. Ha, ha, ha. Dieser Feuerzauber ist so geil von dem. Da ist wieder so ein Tentakelbecken, da hüpfen wir jetzt auch gleich mal rein. Geronimo. Sind wir bei 3 immerhin schon mal. Heilen wir uns mal ein bisschen gegen. Frag mich, was am effektivsten ist, einfach nur hier drum rumzustehen? Oder ist es halt wirklich beim Reinhüpfen eher? Nein, scheint auch nicht so zu sein. Hä? Leute, erklärt's mir. Ich verstehe es nicht. Oh. Okay, das ist, glaube ich, bisher die nervigste Quest, die wir hatten. Ist halt im Endeffekt stupide drauf warten, ob das wir Blutegel kriegen. Laufe ich mal weiter. Deswegen ist es ein bisschen interessanter ist. Geronimo. Oh, hier haben wir ordentlich Schlangen. Meinen Frosch mal kurz vorfeuern. Ha. Gotcha. Okay, 4 haben wir schon mal. 5. Hier geht's gut. Oh, aber wir sollten gegenheilen, sehe ich gerade. Ein bisschen zumindest. Weil je mehr Blutegel wir haben, desto mehr Schaden kriegen wir natürlich auch die ganze Zeit. Okay, Nummer 6. 2 Stück noch. Wir müssen uns beeilen. Dann gehen wir hoch, heilen uns kurz und dann geht's direkt weiter. Come on, 2 Stück noch. Give me. Give. Ach komm schon, Spiel. Könnt ihr mal mit dem Spiel reden? Ich glaube, das mag mich nicht. Ich kriege halt bei jedem Tick 6 Schaden und das ist halt schon ein bisschen was. Vor allem, wenn es halt dauerhaft ist, weil es nicht aufhört. Okay, wir gehen noch ein Stück weiter. Hier ist nochmal ein Becken. Wir sind immer noch bei 6. Sehr gut. Einer noch. Einen wir nochmal gegen. Komm schon, ein einziger fehlt noch. Hier kann ich hoch und mich oben heilen. Bitte, gib mir den einen noch. Los, Spiel. Los. Ja, wir sind bei 8. Schnell hoch.
Schnell heilen. Und jetzt rennen. Ach, crap. Jetzt haben wir es eilig. Jetzt müssen wir schnell da hochkommen. Und gegebenenfalls gegenheilen wieder. Hier. Ach, die ist natürlich respawned. Finde ich jetzt nicht nett von dir, Spiel, dass du die ernsthaft respawnen hast lassen. Aber okay, es war zu erwarten eigentlich. Okay, kurz gegenheilen. Zwei oder dreimal. Problem ist, das Heilen dauert halt immer noch und währenddessen kriegen wir ja wieder Schaden. Warum kann ich die Blutegel nicht einfach irgendwie in den Beutel packen oder so? Das wäre doch auch eine Option. Oh, crap. Das lief nicht gut gerade. Das lief gar nicht gut. Scheiße. Das hätte auch ordentlich schief gehen können. Das Problem ist, wir müssen uns beeilen, aber wir hätten die trotzdem noch ausschalten sollen, vorsichtig. So gut ist, wir kommen jetzt zumindest hier durch ohne Gegenwehr. Und die da unten dürften jetzt auch aus dem Weg sein, weil die jetzt darunter sind. Das heißt, eigentlich sollte der Weg jetzt frei sein, bis auf die beiden Würmer da unten. Oder? Jawoll. Nein, doch nicht. Der eine ist hier respawned. Okay. Ah ne, das ist noch der, der noch, sowieso noch da war. Vergesst es. Ich glaube nur Bullshit, wie immer. Okay. Muss gegenheilen. Weil ihr müsst bedenken, wir müssen da gleich nochmal kämpfen. So, dann heilen wir mal weiter, bis das Würmchen noch einmal vorbei ist. So, Würmchen weg. Jetzt schnell da rein. Jetzt haben wir es eilig. Die sind wieder da, das ist klar. So, stirb. Ein Schuss noch. Jawohl. Du bist erledigt. Wie ich die ganze Zeit noch so mit einem Auge auf die Lebensanzeige schiele. So. Jawohl. Münze haben wir. Jawohl, 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 jawohl. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. We did it. Wir leben noch. Die dämlichste, nervigste und bisher wahrscheinlich auch schwierigste Quest zum Beginn. Ja, nicht wirklich schwierig, aber nervig ein bisschen schon. Aber okay, wir haben es geschafft. Hello, my friend. We are done. Already put leeches? Yeah, I just left his package covered in them. When he wakes up, he's gonna be in for a big surprise. I grateful. I give present. Was haben wir bekommen? Rolle der Midas-Transmutation. Gold? Verwandelt das Opfer in Münzen. Je mehr Lebenspunkte die Kreatur hat, umso mehr Münzen erscheinen. Das klingt ja mal geil. Das müsste man bei einem Boss anwenden. Eigentlich. Das war eigentlich so richtig asozial irgendwie, aber hey. Gut, dann jetzt die Frage, was bleibt uns zu tun? Also, den Part, den machen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Die Quest ist abgeschlossen, wir sind wieder im vollen Leben. Wir haben jetzt... Das Feuer haben wir noch. Ich weiß gar nicht, wo genau das war, wir haben gerade gespeichert. Das heißt, wir werden es jetzt einfach mal probieren. Na, wir gehen aber trotzdem, wir gehen hier rein. Wir werden es einfach mal probieren, weil wir müssen die Quest halt noch erledigen. Wo war das denn? Das war doch hier, oder? Ja. Teste ich mal, ob ich dann Eis... Ups. So, das wollte ich machen. Tatsache, das scheint zu funktionieren. Codex. Einfach nur durchlaufen, dachte ich mir nämlich, dass es wenig Sinn macht. Dass es nicht funktionieren wird, aber hey. Wir haben gerade gespeichert. Ich mache einfach mal Dauerfeuer mit den Zaubern. Wahrscheinlich ist das gerade die übelste Verschwendung, weil wir so wenig Schaden machen, aber... Okay. Gut, das dachte ich mir. Reinlaufen geht nicht. Die Frage ist, wie machen wir das? Ich nehme an, wir brauchen Wasser irgendwie. Wie kommen wir da ran? Moment, ich habe eine Idee. Und zwar werden wir jetzt das ganz Fieses machen. Nämlich, wir werden uns jetzt das leere Glas holen, das wir noch haben. Von der Quest übrig. Ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich mal.
während ich hier noch ein paar Dinger kaputt mache und versuche, möglichst lebendig durchzukommen. Die machen ja zum Glück nicht viel Schaden. Hier haben wir nur die Schlangen und die Viecher wieder. Wir haben ja noch ein leeres Wasserglas von irgendeiner anderen Quest. Ich weiß gerade nicht genau, welche Quest es war, aber wir haben das Ding auf jeden Fall noch. Vielleicht können wir das ja verwenden. Komm schon, schieß. Danke. Ups. Hier war Hanebank. Hello. I'm back in business. Ah, hier liegt so viel Scheiß rum jetzt. Eigentlich müssten wir alles wieder aufheben. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Da war das leere Glas. Okay, damit haben wir zumindest das schon mal. Ich bezweifle, dass es das bringt. Aber hey, und ich werde wahrscheinlich auch bei Gelegenheit einfach mal alle Sachen da nochmal rausholen, gucken, was wir davon noch verwenden werden können. Weil Alchemie ist ja bisher eigentlich nicht so. Und das haben wir bisher noch so gut wie gar nicht verwendet. Aber okay, testen wir mal, ob wir das Ding in der Kanalisation vielleicht auffüllen können. Ich glaube nicht wirklich dran, aber den Versuch ist es wert. Weil da die ganze Zeit mit Eiszaubern drauf zu halten, wenn wir 2 Schaden an dem Feuer machen, das macht irgendwie wenig Sinn, habe ich das Gefühl. Wir bräuchten hier noch eher das Schwert gerade. Geronimo! Können wir das? Die hat das irgendwie uns ablegen, glaube ich, nur. Oder können wir es, wenn wir im Wasser stehen, füllen? Nein, leider nicht. Okay. Gut, damit hat sich der Punkt wohl erledigt. Wir haben wieder einen schönen Blutegel hier dabei. Dann geht's wieder hoch. Speichern wir nochmal schnell. Wie könnte man dieses Feuer löschen? Moment, ich schaue mir mal die Quest, das Gespräch nochmal an. That's a big-ass fire, isn't it? Oh, the Munk's Bow Watch Morgok. Morgok? You mean the fire? Is the fire's name Morgok? No. Fire has no name. Morgok is thief who stole key from old Munk's Bow. And where is Morgok? I don't see him. Morgok dead beyond fire. Ah, yes. Now I see him. Is that his skeleton right there? And that sack of bones has your key? Yes. Munkspa kills Morgok with black magic. But Morgok with key beyond fire. Munkspa can't reach the other side to recover key. Munkspa offer great reward for key. Oof, that fire doesn't look very nice. Anyway, what do you offer in exchange? Munkspa offers a legendary spear. How stupid he is. The Great Fire is nothing but an illusion. Thanks for the info, Zero. This is gonna be a piece of cake. Old man, I'll bring your key in a flash. Have my legendary weapon ready. Okay, keine, sage ich mal, Information, wie man das Problem lösen kann. Das Ding ist, wir kommen da auch nicht weiter, dadurch, dass, wir kommen da derzeit nicht weiter, denke ich mal. Ich weiß echt nicht, wie wir in das Feuer kommen müssen, sollen, whatever. Und ich habe auch keinen Plan, also wir haben ja keine Hinweise und wir brauchen die Quest auch nicht unbedingt, weil es ist im Endeffekt nur ein Speer, es ist natürlich nützlich an sich, aber da wir sowieso keine Speere verwenden, kann es uns eigentlich ziemlich egal sein. Weshalb ich mir jetzt gedacht habe, ich schau mal was nach. Weil oben an der Brücke hatten wir schon geguckt, da kommen wir nicht wirklich weiter. Deswegen schaue ich hier mal nach. Unter uns ist nämlich auch noch ein Durchgang. Ich glaube, wir haben den Schlüssel zwar noch nicht, aber ein Versuch ist es ja wert. Dann werde ich den Rest des Parts nämlich einfach mal darauf verwenden, noch ein bisschen durchzuprobieren. Und eventuelle neue Sachen zu finden, neue Wege oder so. Der schießt nicht auf die Viecher. Die scheinen, sind die immun gegen Feuer oder so? Wahrscheinlich. Weil es hat ja, glaube ich, gesagt, dass der nicht auf alles schießt, außer auf das, was immun gegen Feuer ist. Aber okay, wir müssen ja eh nicht alle ausschalten. Geht das? Okay, nein, hier kommen wir nicht weiter. Unten haben wir auch keinerlei Tore mehr. Hier rechts, also ich nehme mal die Maus. Hier geht's auch nicht weiter. Warte, welche Schlüssel haben wir denn? Ich glaube, Moment. Hier vielleicht. Moment, wie viele Schlüssel haben wir? Wir haben 5 Schlüssel. Wir haben Mine.
Klar, unten rechts. Anabank ist irrelevant erstmal. Gartenschlüssel haben wir hier. Bibliothek, Kanalisation. Das hier könnte ein Bibliotheksschlüssel sein. Wir schauen einfach mal nach. Wir porten uns hoch. Also wir gehen hier hin. Speichern kurz. Und ich werde jetzt übrigens nur noch nachschauen, ob das der Schlüssel ist, von dem ich denke, dass das ist. Den wir da brauchen. Und dann beende ich auch den Part. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Da ist direkt unten drunter ein Tor. Welches ist das denn? Das ist das obere von den beiden wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist das hier. Aha, ich hab's noch richtig im Kopf gehabt. It's a trap! Euch ignorieren wir gekonnt. Ups, Alter. Auf nach oben. Gerade auf, wir haben noch einen neuen Zauber gelernt auch noch. Spruch des Schlafes. Also wir müssen die einfach einpennen lassen im Endeffekt. Da ist noch eine Tür. Ah, okay, aber die kommen wir von hier aus nicht ran. Hier geht's dann weiter. Das geht ja nicht. Das geht auch nicht. Da, den haben wir sicherlich noch nicht. Ich glaube, wir versuchen es im nächsten Part nochmal bei der Brücke. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen oder sowas. Wahrscheinlich. Anders kann ich mir gerade nicht erklären. Aber okay, dann speichern wir und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Anepic. Und das dürfte nächste Woche sein. Also, ciao.